Jo Leute, und willkommen zum zweiten Part von der Waldhof Mannheim Karriere. Jo, beim letzten Mal haben wir hier das erste Spiel gemacht in der im Vorbereitungsturnier, das 2-2 gespielt. Und ich habe da ja schon gemeint, ja, ich habe jetzt mal vor, mir ein bisschen schnellere Flügelspieler zu holen. Hab jetzt auch mal ein bisschen schon rausgesucht, was man mal so scouten kann. Die seht ihr auch hier, so Bukayo Saka, Johan Carbonero, Abdoulaye Dabo, Conor McLennan und Dalbert Caicedo. Geplant für die Episode sind, ja, ich werde das komplette Vorbereitungsturnier durchsimulieren und dann wird es vielleicht auch das erste Spiel direkt gegen den Chemnitzer FC geben. Ja, und ich würde mal sagen, springen wir mal ein bisschen nach vorne, bis vielleicht mal ein paar Spieler gescoutet sind. So, wir sind jetzt am 13.07. haben wir den ersten Scouting-Bericht für Andres Pereira bekommen. Das waren 6, die wir letztes Mal noch rausgesucht hatten. Bei den meisten sind es noch ein paar Tage, also 3 Tage stehen da ja. Angebot für Marcel Hofrath, das ist unser Linksverteidiger. Und ich überlege gerade, ist der aktuell gesetzt? Wir haben aktuell noch Linzer hier am Scouten. Aber ich glaube, wir hatten nur einen Linksverteidiger, wenn ich im Gedächtnis habe, oder? Ja, Hofrath ist aktuell gesetzt. Wird noch Celik dahinter, aber. Aber man kann es theoretisch probieren. Ist immer so, Geld ist Geld. Also wenn ich für ihn ordentlich was rausbekomme. So, also Marcel Hofrath. Und bei Marcel Hofrath treffen wir uns am Ende bei 360.000, also 110.000 über Marktwert. Und da bin ich einverstanden. Korte, der hat ein recht starkes Spiel beim letzten Mal gemacht und ist unser aktuell bester Zehner. Den will ich behalten. Michael Schulz ist der aktuell gesetzt. Wir haben aktuell auch hier wen am Scouten. Aber Schulz ist aktuell gesetzt, deswegen eher nicht. Dann haben wir noch Just. Und der ist auch auf der Transferliste. Heißt, bei dem gehen wir auch in die Verhandlung rein. Auch wenn die etwas sehr wenig bieten. Am Ende wird es mit Just nichts, mit dem Verkauf. Also die sind durchgängig unter dem Marktwert geblieben von 130.000. Und bis mit dem 22-Jährigen. Nee, das lassen wir mal nicht durchgehen. Jo, dann würde ich sagen, wenn wir eh gerade noch bis was bauen, dann springen wir noch die 3 Tage nach vorne, damit wir auch mal ein paar Leute gescoutet sind. So, jetzt sind wir hier gerade in der Wunschliste und sehen, von den Spielern, die wir am Anfang gescoutet haben, sind mittlerweile alle gescoutet. Von den Leuten auf dem Flügel sind aktuell Saka, Dabo und McLennan nicht gescoutet. Was würde ich sagen, wenn wir jetzt mal die Geschwindigkeit angucken, den Carbonero würde ich mir eigentlich echt gern holen. Aber könnte ich auch Caicedo nehmen, der ist auch recht schnell und auch vor allem deutlich schneller als Wester Deville in so außen. Aber ich würde erstmal reingehen und uns einen neuen Keeper holen, weil der Keeper macht ja auch eine in der Simulation sehr viel aus, deswegen gucken wir mal, ob wir uns die erstmal schneller holen können. So, 125.000 Marktwert. Ich gehe mal mit 800.000 rein. Die wollen 4% Bonus. Lehne ich mal ab, vielleicht legen sie ja direkt ein. Okay, ja, wegen 4% Bonus um 150.000 hochgehen, machen wir 850.000. Und jetzt nehmen sie an, 850.000 für Schindler. Wenn wir jetzt noch schön die Vertragsverhandlungen durchbekommen, haben wir einen neuen Torhüter. Jo, Teamrolle. Ich will aber nicht zu hoch, denn und meistens sagen die eh direkt, was sie wollen. Okay, der will wichtig sein. Heißt, wir lassen ihn wichtig sein. Aber wenn die eh nicht runter bekommen, man kann die nur hoch bekommen, aber nicht mehr runter. So, 5 Jahre, vielleicht nimmt er das ja. Nimmt er sogar, nice. Obwohl er von Alkmaar kommt. Das ist schon ein bisschen über Mannheim, muss man schon sagen. Oh, und der wird auch nicht arg viel geheilt. Das ist ein. Ja, den Bonus. Obwohl. Ja, schon mal noch ein bisschen Geld mit dem Bonus. Ja, 50 Euro wieder mehr in der Woche nehmen wir. Damit ist Schindler unser erster richtiger Neuzugang. Und ich glaube auch direkt Stammkeeper. Jo, ist er. Heißt, Varvodic rutscht noch weiter runter. Und Schindler ist unser neuer Stammkeeper. Müssen wir mal gucken, dass wir mal was verkauft bekommen. Apropos verkaufen, fällt mir gar noch ein. Wir haben noch ein paar Angebote erhalten. Einmal für Weißenfels, das ist einer unserer Ersatzstürmer, aber für den bekommen wir, so wie es aussieht, eh nicht viel. Heißt, delegieren wir mal.
Und für Just, ich glaube, die gehe ich auch mal so nebenbei. 190.000 Max, Anfangsangebot und ich will mir minimal 195.000 rausgehen. Minimal. Also, weil das wird, alles andere wäre eine Frechheit. So, aber am nächsten Tag ist es schon direkt das. Wie lange brauchen die denn noch zu scouten, die Flügelspieler? Wie lange bräuchte jetzt ein Saka noch? Wird schon finden. 2 Tage noch, heißt. Das wird, so wie es aussieht, nichts mehr bis zum Spiel gegen Chemnitz, weil das schon am nächsten Tag ist. Aber man kann mal gucken, was die so. Und sie haben meistens trotzdem schon die Stats von denen. Oder den Marktwert. Und ich glaube, den Connor McLennan, den kann man sich gut mal holen. Das ist ein etwas wertvollerer. Und vor allem, der ist ein RM. Also ist die Frage, ob man McLennan oder Caicedo nehmen will. Caicedo ist halt eher der Wendigere, der ist wahrscheinlich eher so der Spielmacher-Flügelspieler. Und da wir aktuell eh noch nicht so unfassbar schnellen Spieler brauchen, weil wir aktuell noch in der dritten Liga sind, würde ich sagen, wir gucken mal nach McLennan. Aber nur weil der auch vom Marktwert her die höhere Gesamtstärke zu haben scheint. Also gehen wir rein. Connor McLennan. Ich gehe mal mit 1,1 rein. Die bleiben schon mal drin. Bei 1%, okay. Machen wir die mal raus. Und es geht direkt durch. McLaren kriegen wir. Jetzt müssen wir noch gut verhandeln und dann haben wir unseren neuen Rechtsaußen, dass der Will da nicht mehr spielen muss. Weil der ist dafür absolut ungeeignet. Will Schlüsselspieler sein, das ist schon mal ein gutes Zeichen. 5 Jahre. Natürlich, nehme ich direkt. Wobei, ich komme auch aus Schottland, da ist Deutschland wahrscheinlich schon so Hochburg für den. So, ich weiß nicht, wie viel ich da bieten. Ich gebe 1500 rein. Vielleicht ist er jetzt maximal, ist er jetzt Topverdiener, aber. Ja, okay, er nimmt es direkt an. McLaren hat eine Gesamt 67, okay, nice. So, wo hatten wir jetzt gerade noch eine Lücke im. Da, also, wir haben der ganzen Spiel nicht umsonst gescoutet. So, Tor haben wir jetzt auf jeden Fall keine Lücke mehr. Rechtsverteidigung. Müssen wir gucken, ob sich Just verkauft. Linksverteidigung haben wir jetzt noch Celik. Da Hofrat weg ist, Innenverteidigung, könnte es auch knapp werden, aber ich hoffe auf jeden Fall schon mal, dass unsere Jugendarbeit da gut läuft, dass wir vielleicht dann noch welche herbekommen. So. Ich ja, allgemein, also wir haben zweimal Korte, deswegen, okay. Ja, rechts außen haben wir jetzt hier noch ein paar mehr. De Ville würde ich dann. Ich glaube, ob ich ihn jetzt auch verkaufen würde. Ich glaube ja. So. Im Sturm haben wir die beiden, auch wenn ich davon nur Soleimani ansprechend als Stürmer finde. Und Linksverteidigung haben wir eigentlich noch eine Lücke. Heißt, ich will jetzt erstmal probieren, die Linksverteidigung zu stopfen. Das wäre hier mit Jalen Lindsey. Wir auch schon nichts gehört haben. Und wenn wir dann noch irgendwie, wenn wir auch verschieben müssen, noch Geld übrig haben, können wir noch gucken, ob wir uns vielleicht noch den Stürmer holen können. So. Nehmen wir rein, 560.000, jo, nehme ich an. Also ist immer noch unter Marktwert. Wir gucken uns mal von USA rüber. Easy. Hat auch Points dafür über 80, heißt, der wird auch lange bei uns bleiben. Also wir kriegen irgendwann mal ein richtig gutes Angebot für den. Will auch 5 Jahre da bleiben, das finde ich gerade saugut. Warum wollen die alle so lange bleiben? Wir sind Drittliga. Und au wir sind Drittliga-Aufsteiger vor allem. What the fuck? Nee, wir sind in die dritte Liga aufgestiegen, so rum. Spiele ohne Gegenteuer, machen wir mal raus. Angebot absenden. Und das soll durchgehen. Jo, tut's. Damit ist Herr Lindsay jetzt auch verpflichtet. Wir haben aktuell nicht so guten Profit, das sieht an den ganzen gekauften Spielern. Aber wenn die sich alle entwickeln, dann wird es noch ein bisschen hochgehen. Safe. So, dann den Stürmer, den wir noch haben. Das wäre Markovic. Den können wir uns aber aktuell nicht leisten. Ich will mal probieren. Wir haben ja noch ein bisschen Transferphase. Vielleicht kann man das irgendwie noch mit dem Spielertausch regeln. Ob wenn wir da unseren 33-Jährigen vielleicht rangeben oder so. Könnte vielleicht was werden. Spielertausch, Stürmer. Das wäre Kevin Coffey. Den wollen sie aber anscheinend nicht haben. Mittelfeldspieler, Außenverteidiger oder Flügelspieler. Außenverteidiger haben wir aktuell eh ein bisschen wenig. Wir können hier gucken, ob wir De Ville mit rangeben können. Aber den wollen die anscheinend nicht. Anderen Spieler anbieten. Die beiden sind jetzt gesetzt. Busian vielleicht?
Uns auch nicht. Kaffeekarte. Uns auch nicht. Jonas Weig. Und dann wird es wahrscheinlich schon wieder ein bisschen zu wenig vom Marktwert anderen Spieler anbieten, anderen Positionen anbieten. Mittelfeldspieler haben wir auch recht viele. So, wer ist denn davon? Also Christiansen ist auf jeden Fall gesetzt. Diering, weiß ich eigentlich nicht mal, ob der gesetzt ist. Ich habe mal die Schale nicht ganz im Kopf, aber ich glaube, dass der gesetzt ist. Man könnte es theoretisch mit DOS... Man könnte schon mal, ob man hier irgendwie Schuster rangibt. Den wollen sie. Wollen noch 572.000 drauf. Gucken wir das mal ein bisschen zu handeln. Ich guck mal, ob ich das wird und bin gleich wieder da. Und es wird anscheinend was. Wir können, wenn wir jetzt den Vertrag nicht verkacken, uns direkt noch einen Stürmer zu holen. Dann ist halt wahrscheinlich unser komplettes Budget weg, aber wir sind auf jeder Position dann gut besetzt. Jo. Was willst du? Ja, der will wichtig sein. Okay, da ist auch, glaube ich, ein Punkt besser als Soleimani. Und glaube von den Sets her auch schneller, heißt, den werde ich wahrscheinlich eh lieber spielen. Ist auch Kopfballstark mit 1,86 war der, glaube ich. Jo, der. Was ich hier geholt? Jovan Markovic, willkommen bei Waldhof Mannheim. So, und jetzt hocken wir uns mal hier an unsere Startelf. So, hier in der Verteidigung hat sich nichts geändert, außer Lindsay auf links. Mittelfeld hat sich auch nichts geändert, auf rechts jetzt McLennan. Der Rest bleibt gleich und im Sturm, oh, der ist sogar Simani aktuell noch besser als Markovic. Okay, wir müssen kurz mal hier sortieren. Ich nehme noch ein Z. Oh, ich glaube kein ZM mehr, ne? Akkord ist mal schneller, so. Außenverteidiger. Packen wir mal Celik als Ersatz rein. So. Ah, ich will trotzdem mal mit Markovic spielen, der ist. Man sieht es auch an Sets, der ist halt wahrscheinlich deutlich spielbarer, sage ich jetzt mal so. Könntest du ihn mal auf der Bank lassen, vielleicht lässt er sich ja doch besser spielen. Aber vorerst mal, wir müssen die neuen Spieler testen. Und dann gehen wir, so wie es aussieht. So, ja, das ist gar kein Bericht nochmal. Okay, da haben wir unsere erste Pressekonferenz, so wie es aussieht. Das für European International. Ja, wir sind in der Vorrunde raus, habe ich ja noch nicht gesagt. Hier auf der Ausstellung im ersten Feedspiel aus. Ich vertraue meiner Mannschaft. Also, ja, das war simuliert und wir sind, wie gesagt, gerade aufgestiegen. Kannst du einen Platz im Tabellenkeller verhindern? Dieses Team kann einiges. Also, wir haben sehr viele potenziell gute Spieler. Markovic von Ukrajova ist eins. Ja, also auf jeden Fall, wir haben viele Spieler mit einem guten Potenzial. Von dem her, ja, wir können weiter oben landen. Und Markovic, er wird zeigen, dass er der Richtige ist. Der soll unser neuer Stammstürmer werden. Und das wird er auch hoffentlich hinbekommen. So, heißt. Rein ins Spiel gegen den Chemnitzer FC. Und damit sind wir hier im Stadion in Chemnitz. Im Stadion Nieder, heißt wahrscheinlich in Real Life nicht so. Drittliga-Fußball. Mit, ja, den deutschen Kommentatoren halt. Jo. Mal kleinen Gruß an David, der kommt ja aus Chemnitz. Kannst mir gleich sagen, ob du so mit der gegnerischen Elf einverstanden bist, wenn du das hier siehst und so, lol. Und so mit den Mannschaften hier an. Also bei uns kommen wir den Korte daneben, ja, Schendler als neuer Spieler. So, und dann schauen wir uns das nochmal an. Jakubov, Pascal Itter, der ist doch von Dinger rüber gewechselt, von Wolfsburg. Oder ist er nur ausgeliehen? Wen kenne ich? Den Müller kenne ich, glaube ich, noch. Jakubov, den Torhüter, der aber in FIFA ziemlich underrated ist, wie ich mitbekommen habe. Und ja. Jetzt soll ja auch unsere Startelf angezeigt werden. Schindler im Tor, dann Marx, Schulz, Segert und Lindsay. Diering und Christiansen im ZM. McLennan, Korte und Guaida im offensiven Mittelfeld, also auf den Flügeln. Und Jovan Markovic
im Sturm. Im 4-2-3-1. So, ich schreie dich nochmal kurz an. Ich bin gespannt auf unsere Neuzugänge, wie sie es so spielen lassen. Und würde dann sagen, legen wir los. Und dann sehen wir uns mal in der ersten, gefährlicheren Szene wieder. Da haben wir plötzlich viel Platz auf links mit Guaida. Im Rückraum sehe ich da Diering. Auf rechts Marx. In der Mitte ist dann Markovic, aber der kommt da nicht ganz ran. Jo. War mal die erste größere Chance hier. McLennan über rechts und der Neuzugang. In der Mitte ist Christiansen. Stark ein von Jakubov. So, Müller schaltet direkt den Gegenlauf. Ich kann den mit Diering nicht direkt stoppen und ja. McLennan über rechts. Der ist schnell, wie wir hier sehen. Zieht in die Mitte, McLennan mit links. Wenn nichts. Komme ich da mit Guaida noch ran? Nein. Es fehlt noch Guaida. Guaida. Okay, mir wird nichts mehr. Ich muss bisher sagen, wir sind die aktuell dominante Mannschaft, auch wenn es aktuell nicht ganz funktioniert, sich da mal bis zum Tor durchzuspielen. Also, wenn ich dann wieder irgendwas mega am Reinkacken bin. Aber wir kriegen hier den Freistoß, so wie es aussieht. Ist es eine angenehme Entfernung, um den mal selbst zu, um den so zu schießen? Soll ich es mal probieren? So, und let's go. Oder habe ich einen Timeschild mal komplett versaut? Er kam immer in Richtung Winkel, aber... Ah, nee, den habe ich ein bisschen versaut gerade. So, Lindsay, bei mir leckt es mal wieder ein bisschen. Guaida. Korte, Diering. Diering hat auch, soweit ich weiß, einen guten rechten Fuß. Wenn man auf Lennon ab, wird geblockt. Okay, abseits von Korte, auch wenn ich das nicht ganz gesehen habe, warum. Aber kann man eh nichts gegen machen. Stark von Diering. Lindsay zieht auf links. Der ist ja leider Rechtsfuß. Was beim Linksverteidiger ich jetzt nicht so geil finde. Aber da ist Guaida. Guaida, ich gehe nicht Richtung Mitte. Ecke tritt Max Christiansen. Schulz bleibt hängen. Und mal wieder abseits. Obwohl der Ball als letztes von einem Gegner berührt wurde. Aber ja, geil. So, Marx auf McLennan. Korte auf McLennan. Und McLennan mit dem 1-0. Unser erstes Tor in diesem Spiel und auch in der dritten Liga. Und das direkt vom Neuzugang Connor McLennan. Jo. Schauen wir, wie sich da jetzt Chemnitz mal gegen wehren wird. Und schon wieder sind die hinten komplett offen. Ich bin mit Korte quasi durch. Korte, Linksfuß, 3-0. Das geht gerade viel zu einfach. Viel zu einfach. Ein Schenker rein, mit links abgezogen. Und der hat einen guten Schuss, der Korte. Und da ist der Ball drin. Und direkt zum Start der zweiten Halbzeit. Lennon auf rechts und Markovic in der Mitte, aber der trifft den Ball nicht so über dem Kopf. Hätte sein erstes Tor werden können. Unser neuen Stürmer hier. Dass ich auch von dem, was ich bisher von ihm hier gesehen habe, deutlich angenehmer spielen lässt. Ich weiß nicht, ob es nur ist, weil ich hier spiele, aber der lässt sich angenehmer spielen, einfach nur weil er schneller ist. So, Schulz holt sich den Ball. McLennan durch auf Markovic. Markovic. Ah ja, da habe ich nicht gut gespielt. Am Ende so Marx auf Diering. Christiansen auf Korte. Na, kriege ich den Pass nicht mehr durch. So, passt durch, Korte.
Markovic und das Verteidiger noch dazwischen. Mittlerweile kriegen die aber wieder ihre Füße dazwischen bei den ganzen Angriffen. Segert und da ist. Ah, ja. Fünffacher Abpraller im Strafraum und. Doch nichts so. Segert. Eigentlich Innenverteidiger jetzt mal auf dem Flügel unterwegs. Macht den Bartstuber. Segert Markovic. Wir wissen mal weiter mit Markovic. Ich will, dass der Typ noch ein Tor macht. Den Sieg haben wir ja eh schon so ziemlich in der Tasche hier. Und plötzlich ist Markovic da. In der Mitte, Kuwait, da, okay, das war dumm. Das war einfach nur dumm. Ah, ist okay. Jane Lindsay, McLennan, da komme ich mit Diering ran. Diering weiter auf McLennan, der lädt sich den vorbei. McLennan auf rechts. Oh, ja. Da habe ich aussehen, Flanke gespielt statt Schuss. Ja. Profis halt. So, Ecke. So. Probieren wir es mal auf einen kurzen Pfosten. Da ist Segert, unser Innenverteidiger. Diering kriegt den noch. Aber erstmal Halbzeit. Vorerst, wie es aussieht, mal gar nicht. Wir sind hier durch. Korte. Vielleicht ist wieder McLennan und er ist frei. McLennan 2-0. Ja, und das ging schnell. Vielleicht war ich mit Guaida durch. Muss ich nur auf rechts legen. Guaida, McLennan komplett frei. Und der kann es vom Tor, haben wir ja schon beim 1-0 gesehen. Ziemlich torsicherer Neuzugang, den wir da haben. Eckball für Eckball für Chemnitz. Ich habe gerade die starke Parade von Chandler gar nicht dabei gehabt hier. Auf jeden Fall eine überragende Parade von unserem neuen Keeper. Kann ich gleich mal zeigen, wenn wir das hier verteilt bekommen haben. Das typische FIFA CPU Tiki-Taka Passspiel. Okay, kriegen wir einen Konter durch? Nein. Der Pass von Max war nicht gut. Segert. Oh fuck. Okay, Schendler stark. Weit raus. Auf Markovic. Der ist groß, der gewinnt aus Kopfball-Duell. Aber den wollte ich nicht so zurückspielen. So weit soll er nicht zurück. Und ja, Chemnitz mittlerweile wieder im Spiel drin. Die, also nicht richtig im Spiel drin, auf jeden Fall. Sie haben ihre Chancen, aber sie kriegen sie nicht genutzt. Boah, das Spiel leckt bei mir immer so, weil man ein Spiel schnell scrollen muss. Weiß eigentlich nicht, liegt wahrscheinlich gerade nur in der Aufnahme, aber ich glaube, in der Aufnahme leckt es nicht, deswegen. Oder zumindest hoffe ich es. Also beim letzten Mal ist es ja nicht so geleckt, auch wenn ich gesagt habe, dass es leckt, aber okay. So, Christiansen. Diering. Max. Christiansen, bisschen Handballspiel hier. Guaida. Der Pass war nicht gut. Den hätte ich besser spielen können. So. Lindsay, Guaida. Och, Alter. Och, was tue ich denn hier? Hier keine Pässe mehr gespielt. So. Da kommt der weite Ball auf Garcia. Ich habe den Max nicht gut verteidigt. Okay. Nett. Bitte lass da jetzt nichts Schlimmes sein mit unserem Rechtsaußen. Das sollte der unser Rechtsaußen sein, der. Ich kann mir den Namen nicht merken. Okay. Bleiben wir erstmal hängen, auch stark. Ja, nice, liegt immer noch da. Stabil feier ich, haben wir gerade frisch verpflichtet. Ja, McLennan, hier. Hoffen wir, dass das Kreuz noch weggeht. Aber ich glaube, ich kann gleich auch erstmal wechseln. Und ja, dann werden wir gleich mal weitersehen. So, jetzt ist schon ein bisschen herumgegangen. Seit ich hier eigentlich die Wechselung eingestellt habe, kommt Ferrati für Korte und der andere Korte für Guaida.
mir für den Namen Vornamen von denen üben, dass ich das mir dann auch unterscheiden kann. So. Haben wir noch einen Angriff durchgespielt? Ferrari ist noch mal ein bisschen schneller als Korte. McLennan ist auch wieder da. Markovic. Der hat jetzt noch Bock. Markovic. Markovic macht sein erstes Tor. Hat hier seinen perfekten Einstand. Und das wie Schendler wahrscheinlich auch, der kein einziges Gegentor kassiert hat. Schöner Lauf von Markovic, keiner kommt mehr hinterher. Und dann auch der eiskalte Abschluss ins lange Eck. Und jetzt soll das Spiel auch gleich vorbei sein. Wir haben jetzt hier die 90 plus 1, 2 Minuten Nachspielzeit. Und das Spiel ist vorbei. Und Mannheim gewinnt mit 4:0 in Chemnitz. So, gehen wir mal ins Interview rein. So, wie zufrieden sind wir mit dem ersten Sieg als SV Waldhof-Coach? Wir haben 100% gegeben. Das war ein sehr gutes Spiel von unseren ganzen Spielern. Also, ja. Wir haben sehr starke Debüt von Linze gesehen. Er kann auch mehr. Also, es war jetzt nicht unbedingt überragend, aber es geht gut klar. Was er gezeigt hat. Mit seiner Torpremiere, der hat direkt einen Doppelpack gemacht. Also, wisst ihr wohl, warum ich ihn geholt habe? Der war krank. So. Jo. Wir sind auf Platz 1. McLaren hier direkt auf Torschützenliste quasi Platz 1. Und jetzt kommen sie noch die Nachrichten an Vavodic. Den wollte ich eh verkaufen. Ich war nachher. Verpiss dich. So. Jan Just 150.000. Jo, nehmen wir. Angebot für Weißenfels. Ja. Ups, verhandeln wollte ich da jetzt nicht. Das war jetzt auch so sehen. Ja. Ja, machen wir halt. Ein Euro mehr, keine Ahnung. Macht einfach so, ja. Und Dorian Diering. Haben wir passende Ersatzspieler hier gescoutet? Wir hätten Marc Aguado. Ist auch eher so ein Dribbling fixierter, wie ich ihn ja eigentlich haben will. So wie der von Sets aussieht. Wobei auch eher Andres Perea, der sieht auch nochmal. Obwohl der meist nicht so heftigen Dribbling-Werte. Bestet. Ich hätte ja eigentlich den ganzen. Ja, der sieht ein bisschen mehr nach so einem Dribbler-mäßigen ZM aus, wo man natürlich auch nach Dabo gucken könnte. Der ja auch gefühlt überall auf dem Feld spielen kann. Aber wenn er nur LM und ZM hat, können wir auf so viel für nach dem schauen, der kann gefühlt jede Position spielen, das ist krank. Also Dabo würde ich tatsächlich noch ganz gern holen. Oder eben, welcher war es gerade hier? Bassett. Das wären so die beiden Spiele, die ich dann präferieren würde für die ZM-Position. Vor allem, weil dann Dabo auch mal auf den Flügel ausweichen kann. Deswegen, ich würde sagen, wir machen jetzt noch bis zum nächsten Spiel, das kommt. Diering. Ich will für den ein bisschen was. Also, ja, mit 1,1 rein. Minimum 57. Der ist Stammspieler. Also will ich für ihn auch ordentlich Cash haben. So. Angebot für Rafael Korte, das ist der links außen. Und da der ich als Ersatz gesetzt ist und die ganzen Ersatzspiele, die ich hier habe, jetzt auch ein bisschen mehr kosten. Saka 1,5, Carbonero 1,4, Dabo 57.000, der aber auch dann eher für die 8er-Position wäre. Ne, das lassen wir mal mit Korte, der bleibt da. Ich werde ja eher gucken, was mit Diering jetzt ist. Maurice Deville. Den würde ich natürlich auch gern verkaufen. Aber da will ich jetzt auch mal verhandeln, weil ich für den ordentlich was haben will eigentlich. Wobei ich eigentlich jetzt nicht unbedingt mit dem Plan. Ich weiß aktuell noch nicht, wie lang das Video hier wird, weil ich glaube, das. Ich habe jetzt auch schon wieder ein bisschen länger aufgenommen hier. Mal schauen. Also da stand gerade irgendwas von 825.000 kann ich verlangen, heiße ich immer auf nicht 99 von 900. So. 900.000. Wie viel Zahlen? 730.000 schon, okay, stark. 850. Nehmen Sie an, 850.000 für Maurice Deville. Ein Spiel, mit dem ich eh nicht groß klarkomme vom Spielstil her. Ja. Just ist verkauft. Weißenfels ist auch verkauft. Ich würde sagen, wir simulieren das Spiel gegen Mappen. Um zu gucken, was da passiert. So. Wie geht's aus? Spiel gegen Mappen. 2-1 Niederlage, leider. Bei uns trifft Korte, bei den Gegnern Putka, Undav und Tankulic. Jo.
passierte noch irgendwas von wegen Transfers. Diering geht nicht durch. Der Will ist verkauft, auch wenn ich für, wenn wir für ihn echt wenig Geld bekommen. Ferrati will spielen. Statt Diering, okay. Mal machen, dann sollen wir das auch noch. Weil ich würde auch noch gerne die nächsten Scouting-Berichte mal angucken. So, jetzt will ich aber auch Leistung sehen, Ferrati. Gegen Magdeburg. Die sind auch eher ein Favorit in der dritten Liga, wenn ich es richtig im Kopf habe. Verlieren wir 2-0. Starke Leistung, Ferrati. Ja, aber. Jo, dann. Schauen wir uns kurz den Scouting-Bericht an und dann würde ich sagen, wir sind dann auch dann fertig für die heutige Episode. Ich will auch mal ein bisschen trainieren, oder? Training können wir eigentlich theoretisch machen. So, wen können wir denn hier machen? Markovic natürlich. Der soll schnell auf ein gescheites Rating kommen hier. Schindler, Torhüter-Training ist ja allgemein OP in FIFA. So, viele Spieler haben wir halt McLennan, den wir trainieren könnten. Ferrati hatte ja auch, dass der noch ein gutes Zeichen gehabt hätte. Den können wir wahrscheinlich trotzdem noch trainieren. Boah, der hat die Beweglichkeit krank. Würde ich wahrscheinlich eher bei den Schüssen trainieren. So Temposchüsse oder so. Noch ein bisschen schneller und halt noch ein besseren Abschluss. Dann Lindsay natürlich. Außenverteidiger brauchen wir immer gute. Und ja, dann machen wir halt noch McLennan. Da haben wir alle unsere neu eingekauften Spieler plus Ferrati im Training drin. Alle mit dem C. Stark. So. Ja, es ist die Problem, dass wir verloren haben. Passt. So, und jetzt gucken wir mal Scouting-Bericht. So, jetzt am. Wann kommt denn der Scout? Ja. Markus Scholz. Das ist einer von unseren Ersatzkeepern. Und den würde ich tatsächlich verkaufen. Das ist doch so der Keeper, der am Anfang angespielt hat, oder? Scholz. Ja, sollte. Ja, also delegieren wir es mal. Der ist auch 31, für den können wir nicht mal Affi verlangen. Deswegen delegieren wir hier lieber. Oh, ein monatliches Scouting-Update. Das ist doch, was ich gewählt habe. Angebot für D-Ring. Warum bieten die so wenig? Wo ich habe mir Transfer ist. Okay. Dann vielleicht mal ein bisschen weniger, aber trotzdem. Okay. So, wer war es jetzt gerade noch? Hier Scholz und das. Mo hier. Vavodic. Der wird eh nicht spielen, aber egal. So, an hier uns das. Genau, das kann ich. Haben wir was Gutes, so wie es aussieht? Nicht. Hat sich also komplett nicht gelohnt, den noch groß anzuschauen. Aber ich würde sagen, das war's dann mit dem zweiten Part von der FIFA 20 SV Waldhof Mannheim Trainerkarriere. Was ein Wort. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wo hoffentlich auch mal wieder ein bisschen siegreich aus den Spielen rauskommen werden. Bis zum nächsten Mal und tschö. Jo, mal ein kleines Vorwort zu dem Video, was jetzt kommt. Ist mal wieder was anderes. Ich bin ja aktuell viel, wenn mal was kommt, bis am Rumprobieren, was ich denn aktuell so uploaden will, weil die Sache halt ist, ich weiß aktuell nicht, was ich auf dem Kanal alles bringen will. FIFA habe ich ja noch was im Hintergrund, also wäre jetzt ein Teil gerade zum Aufnehmen bereit. Jedoch. Ist es aktuell, ich bin nicht der größte Schnittmeister und zum Beispiel im letzten Video wurde das Video halt auch geclaimed. Ich verdiene eh kein Geld in meinen Videos, aber ich will eigentlich meine Videos schon alle quasi frei von jeglichen geklauten Sachen haben oder so. Und eben weil ich die Ingame-Musik von FIFA drin hatte, auch wenn es nur 2 Sekunden oder so waren, weil ich das Fenster nachträglich gewechselt habe oder so. Waren es halt, glaube ich, glaube es waren 2 bis 8 Sekunden, irgendwie sowas. Dann, ich glaube ich,